wollte nicht so viele. Da ist Foundation, hier Access, Consciousness, Gruppe aktivieren. Voilà, Gruppe ausgewählt. Aha, es sollte jetzt darüber gehen. Alles klar, dann komme ich wieder zurück zu euch. Gut. Okay, verstanden. Meeting wird Livestream übertragen. Ja, wir sind da. Ja, wir sind alle da. Hallo, ja, Susanna. Wow, bist hallo, Ruth. Hallo, alle. Ja, so schön, hallo, dass du da bist. Super, freut mich Danke total. Danke für die Einladung. Ja, also, wer kennt die Susanna nicht? Jetzt müssen alle die Finger heben. Ich war bei ihr. Ich kann euch sie ans Herz legen. Sie ist wirklich die beste Foundation, was du einen Kurs machen kannst. Machst du bitte bei ihr, ja? Es war wirklich spannend in Felkisch. Super. Und auch ihre Bücher kennt ihr ja sicher alle auch. Und jetzt haben wir ja, bestimmt einige haben irgendwelche Fragen. Und wir sind da in deinem Buch, Susanna, wir sind stehen geblieben auf der Seite 23 mit so einem super Satz, das du da geschrieben hast. Was könntest du mit deiner Familie anders sein oder tun, das für dich funktionieren würde? Ich glaube, da haben wir ein paar, die wir auf mich schauen müssen. Was hast du gesagt? Wenn ihr Hintergrundgeräusche habt, macht euch bitte auf lautlos. Ja, genau, müssen wir auf lautlos machen alle, genau. Danke. 23 hast du gesagt? Super. Ja. Ich weiß, das ist lustig, ich weiß ja selber nicht, was ich in dem Buch geschrieben habe. Das ist schon so lange her. Also wir reden über dieses Buch hier. Ja, genau. Märchenfamilie, die Möglichkeiten über deine Vergangenheit hinaus. Das Buch war in meinem Computer, glaube ich, 2 oder 3 Jahre, bevor ich es herausgegeben habe. Ich habe nämlich gedacht, ich habe es eigentlich nur geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hat, einfach nur ja so nebenbei. Und dann habe ich gedacht, na, ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert, überhaupt, dieses Thema und überhaupt da so da tief zu gehen. Und dachte, ich weiß nicht. Und dann irgendwann mal, 2 oder 3 Jahre später, schreit mich dieses Manuskript an, ich will in die Welt hinaus. Und ja, und jetzt ist es draußen und ich freue mich, dass es Leute gibt, die wie ihr, die so mutig sind, sich dieses Thema anzuschauen. Weil das ist so, das ist echt eins von den Themen, wo Leute sagen, ja, ja, okay, Geld, ja, Familie, nee, das kann nicht einfach sein, da fange ich gar nicht an. So. Das ist, und vor, was mich so fasziniert hat, weil eben ich dich ja gekannt habe von, schon von der Foundation, es ist wirklich auch diese Gruppe hier, wir sind schon seit September 2020, treffen wir uns jede Woche und angefangen, und es heißt, Kommunikation ist mehr als Reden. Und es geht ja immer, wie du mit dir selbst redest. Und am Anfang haben wir uns nur so über Worte unterhalten, weißt du, aber und eigentlich. Und warum sage ich kein Problem? Warum sage ich ja, es ist kein Problem, wenn es gar kein Problem gibt? Genau. Und das hat sich dann so entwickelt. Und letztes Mal, wir haben ja alle irgendwo, ich glaube, jeder hier in der Gruppe hat irgendwo mit der Familie einen Knatsch. Also meine Familie ist eine Katastrophe. Ja, wer hat das nicht, ne? Wer hat das nicht? Und das Eingestehen, dass der andere, du kannst nicht den anderen dazu bringen, dass der was tut. Ja, ja. Oder? Ja. Du musst was tun. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe mit meiner Tochter sprechen können, die spinnt seit 3 Jahren total. Ja, und die lebt in Florida, hat am Sonntag Geburtstag. Und ihr werdet es nicht glauben, wir konnten reden. Wow. Das wow. Ist toll. Wow, das ist echt toll. Also Familie ist echt etwas, wo man sagt, Erlaubnis, breit dich aus, werd größer als mein Gewahrsein. Und das kann man nicht oft genug sagen. Das ist echt so ein tolles Übungsfeld. Also Familie ist wirklich, also wenn man Leichtigkeit hat mit Familie, dann haut dich nichts mehr um. Ja, so, das ist echt eine super Wahl zu treffen. Okay, Universum, was sind die Möglichkeiten, dass ich so viel Leichtigkeit habe mit Familie und wo Familie auch ein Beitrag für mich sein kann. Also man lernt ja auch so viel, wo man merkt, okay, Moment mal, so sind die, die ich da jetzt zur Familie nenne. Welcher Beitrag kann das für mich sein, zu sehen, wie anders ich bin. Ich meine, Familie ist immer so, okay, man sollte gleich sein wie die. Hilfe. Oder man versucht dann eben genau das Gegenteil, eben nicht so zu sein wie die. Und dann wird man eben genau wie sie. Ja? Weil das, was man vermeidet, das wird man dann. Aber wenn man dann sagt, okay, welcher Beitrag sind die? Genauso wie sie sind. Und welche Energien kann ich da inkludieren in meiner Welt und in meinem Leben? Also wenn man irgendeine Mutter oder einen Vater hat oder irgendwen anderen, der irgendwie seltsam ist, mal nett ausgedrückt,
Und man auch diese Energie inkludiert und sagt, okay, wie wäre es, wenn ich mir erlaube, auch das in mein Leben einzuladen? Wie wäre es, wenn ich mir erlaube, auch das zu sein, ohne Ansicht, ohne Bewertung, weil wir wissen ja, Bewusstsein inkludiert alles und bewertet nichts. Dann kann man so viel mehr Möglichkeiten einladen. Weil sagen wir mal, du hast dann ein Business und du fragst nach mehr Kunden und da ist diese eine Energie da, die so ähnlich ist wie deine Mutter oder dein Vater, die du ausschließt, weil du die blöd findest und nicht haben willst und nicht sein willst. Und dann kannst du aber auch die Kunden, die so eine ähnliche Energie haben oder die gleiche Energie haben wie deine Mutter oder dein Vater, die kannst du gar nicht einladen, von denen kannst du gar nicht Geld empfangen. Das heißt, wie viel Geld schließt du aus, wie viele Möglichkeiten schließt du aus, indem du deine Eltern und die Energien, die sie sind, aus deinem Leben ausschließt. So alles, was das ist, mein Gottzillionen, werden wir das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, hot, pot, pock, all nine shorts, boys, meons. Und du hast gesagt, wir sind auf der Seite 23. Jetzt, genau. Jetzt sagst du, was ich... Ja, du gibst ich kann vielleicht möchte noch irgendjemand, vielleicht hat irgendjemand ein Beispiel. Ich kann nur eins geben, du hast gesagt, Beruf, dass man da ähnliche Typen kennenlernt, wie die Eltern sind und sagt, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben, ich mache kein Business. Bei mir geht es oft im Alltag so, weil ich habe einen mehrfach behinderten Bruder und immer wenn du siehst, dass irgendwo ein Behinderter ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, ich sage immer People with Special Needs, die Menschen, die trauen sich nicht. Ja, also sie trauen sich nicht, mit dem normal zu reden, wie wir jetzt hier. Das ist mir gerade letzte Woche passiert. Da ist einer in dem Mikro und flucht irgendwas vor sich hin. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Und dann hat die Verkäuferin gesagt, nein, der ist selbstständig, was der kann. Der muss irgendwie ganz steife Hände haben. Und dann sage ich, ja, ich sage immer, wenn du Hilfe brauchst, mach den Mund auf, oder? Dann sagt er mir, kannst du mir bitte den Karton da rausnehmen? Sage ich, ja, ist aber gefroren, ist das okay? Sagt er, ja, sonst muss ich den Scheiß noch recyceln. Also normal reden. Ja. Und es fällt denen so wahnsinnig schwer, weil, ach, der hat ja was. Ja, er muss mir dann nicht seine Lebensgeschichte erzählen. Er kann mir ja sagen, wenn er Hilfe braucht. Und das fällt mir einfach. Und ich sehe täglich, wie vielen Menschen das schwerfällt. Oder dass sie ältere Menschen einfach nehmen. Wenn ich einen Blinden sehe, mein Bruder, der hat jetzt alles. Der ist nicht für sich auf die Welt gekommen, nur für die Familie, damit wir was lernen. Und wenn ich einen Blinden sehe, dann sage ich ihm, brauchst du Hilfe für über die Straße? Nee, ich schaffe das. Oder im Laden einen im Rollstuhl. Hast du lange genug, arme Kind, kommst du da hoch? Nee, kannst du mir es runtergeben? Normal. Und in der Familie ist es so schwierig, normal miteinander umzugehen. Und darum ist das ja gut. Was könnten wir tun? Hat irgendeiner von euch eine Frage, bevor wir da weitermachen? Ich würde das sagen, sonst lesen wir. Ja, Frank? Ja, also gerade wo du es gesagt hast, hallo erstmal, Susanne. Hallo, Frank. Also ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit diesen Bewertungen, ne? Also zwischen Gewahrsein und Bewertung zu unterscheiden. Auch in deinem Buch stoße ich öfters da drauf, das ist großartig. Du wirst jetzt sagen, an der Stelle, die ich jetzt nicht finde so auf die Schnelle, aber das ist Gewahrsein, ne? Aber ab wann wird es eine Bewertung? Das ist... Super Frage, genial. Die ist so wichtig, die Frage. Wann weiß man, ob man gewahr ist und wann weiß man, ob man bewertet? Erstens mal würde ich sagen, auch wenn dir der Unterschied nicht immer klar ist, halt dich nicht zurück, nur weil du glaubst, dass du vielleicht möglicherweise bewertest. So alles, was das ist, überall, wo ihr euch zurückhört, denkt, um Gottes Willen, ich kann das nicht alles spüren und wahrnehmen, weil es könnte ja sein, dass ich es bewerte. Alles und dann schon notorisch vorher Stopp macht, alles, was das ist, werdet ihr das bitte zerstören und hier nochmal Konzilion. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, meons. Bevor ich dir den Unterschied erkläre, noch einmal als Erinnerung: Bewusstsein inkludiert alles, auch Bewertungen. Also, auch wenn man jetzt bewerten sollte, ist man deswegen nicht unbewusst, ist man deswegen jetzt nicht schlecht oder hat was nicht abgecheckt, sondern ja, wenn man mal bewertet, dann mach halt Genussbewertung, ne? Mach halt Oscar-nominierte Bewertung und dann nimmst du die Ladung weg und dann fällt dir sicher bald was anderes ein. So, und was ist jetzt der Unterschied? Naja, also
eine Bewertung, die hat irgendwo eine Ladung. Ja? Die hat irgendwo eine Ladung von positiv oder negativ. Also du erlebst vielleicht irgendetwas und jemand sagt was zu dir, schimpft dich vielleicht oder so und du denkst dir, also wie kann man nur mit mir so umgehen? Also das ist ja eine Frechheit, wie die mit mir umgehen. Ne? Merkst du, dass das eine Ladung hat? Ja, das ist so irgendwie zusammengezogen. Ne? Das hat so eine negative Ladung. Okay, das wäre jetzt eine Bewertung. Wenn jetzt aber dieselbe Situation ist und jemand ist irgendwie komisch dir gegenüber und schimpft und bewertet dich und du denkst einfach, ah, spannend. Ja, der ist heute ganz schön gemein drauf. Ja, okay. Dann merkt sie, das hat keine Ladung, oder? Das ist einfach so, ich beschreibe einfach, ich sage einfach, was gerade abgeht. Ich sage sogar das Wort gemein, ja, aber merkt sie, wenn ich sage, oh ja, der ist gerade gemein drauf, dann beschreibe ich den, ich sage, was ist, aber da ist keine Bewertung. Wenn ich aber sagen würde, also der ist so gemein, wie kann der nur so furchtbar gemein zu mir sein? Hat das eine Ladung? Ja, da ist wieder die Ladung. Das heißt, du hattest du ein Gewahrsein, dass die Person gemein ist. Du könntest jetzt das einfach bei dem belassen. Aber wenn du dann in die Bewertung gehst, zuerst sagst du, oh, der ist gemein, okay, und dann, wie kann der so gemein sein? Dann gehst du in die Bewertung. Und das passiert ganz oft, dass man irgendwo, man spürt was, man nimmt was wahr, auch wenn es was Negatives ist, könnte man sagen, wie zum Beispiel jemand ist gemein. Und du merkst es einfach, oh ja, spannend, der ist gerade gemein zu mir. Stopp, belass es bei dem. Geh nicht weiter in, wie kann man nur? Weil da kommt dann das Dramatische und da geht man in die Bewertung rein. Ja, und das ist der Unterschied, einfach die Ladung. Wenn man etwas beschreibt, da, ist es keine Bewertung, ist es ein Gewahrsein und wenn es eine Ladung hat, dann ist es eine Bewertung. Aber wie gesagt, noch einmal, auch wenn man bewertet, so what? Ja? Bewusstsein inkludiert alles und bewertet nichts. Und dann, wenn man es von der Perspektive betrachtet, irgendwann einmal merkt man, boah, es ist so langweilig zu bewerten. Also viel zu viel Arbeit. Lass mal es lieber. Ja, genau. Vielen Dank. Um es mal zu präzisieren, derselbe Satz mit denselben Worten kann eine Bewertung sein und nicht nur abhängig davon, ob ich jetzt da einsteige emotional oder nicht. Ne? Genau, so ist es. Genau. Und ich glaube, das ist auch das, was ja Danny immer sagt, das ist ja alles eine Energie. Ja. Und ich hatte heute Mittag eine Sitzung mit meiner Upline und sie hat immer das Gefühl, ich bewerte, was da abgeht. Aber ich gesagt, nein, ich schaue mir einmal im Monat schaue ich rein ins Webinar und sage ich, okay, ist gut, nichts Neues, alles klar. Und dann hat sie immer das Gefühl, ich mache das schlecht. Nein, ich wähle für mich nicht. Ich habe keine Lust mehr wöchentlich anzuhören, wer wieder wie viele Kilos abgenommen hat. Und das soll keine Bewertung sein, es ist einfach eine Wahl, die ich für mich treffe. Und das fühlt sich gut an. Wenn es sich schlecht anfühlt, dann eben, wie die Susanna gesagt hat. Gell? Aber das ist genau, was du sagst. Viele Menschen verwenden ihre Gefühle als Navigationssystem. Und da hast du nicht wirklich viele Wahlmöglichkeiten, weil du musst, wenn du immer schaust, wie fühlt sich das an von deinen Gefühlen, dann musst du immer entweder was Positives oder was Negatives finden. Ja, und das gibt dir nicht viele Wahlmöglichkeiten im Leben. Und du hörst auch nur immer alles durch den Filter von Gefühlen. Und nochmal, Gefühle sind auch nicht schlecht. Bewusstsein inkludiert alles, auch Gefühle. Nur wenn du dich steuern lässt, wenn du dein ganzes Leben steuern lässt von Gefühlen, dann hast du nicht wirklich viel an Freiheit oder Möglichkeiten und vor allem nicht Zugang zu so viel mehr, was du noch alles bist, darüber hinaus. So alles, was das ist, wenn wir das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, rock, all nine shirts, boys and yarns. Ganz genau. Und hat sonst noch hier jemand eine Frage gerade hier? Nicht in den Vordergrund mischen, aber dem anschließend, was du gerade gesagt hast, Gefühle, leicht und schwer ist ja auch ein Gefühl in dem Sinne, ne? Sagt man verwendet das Wort Gefühl, aber es ist nicht das Gefühl gemeint damit. Es ist ein bisschen irreführend, weil wir das Wort sagen, fühlt sich das jetzt leicht oder schwer? Eine super Frage. Aber es ist nicht dieses herkömmliche Gefühl gemeint, sondern eher, ich sage immer auf Österreichisch, ein Gspürerl. Ne? Ja. Also,
spürt sich's eher, ist vielleicht mehr, spürt sich's leicht oder schwer an, dann gehst du mehr zur Wahrnehmung. Und das ist nämlich ein Werkzeug, das total oft missverstanden wird. Zum Beispiel, jemand hat einen Kurs gebucht und dann am Vorabend sagt der, mein Gott, jetzt fühlt sich's aber nicht, jetzt fühlt sich schwer an zu kommen. Ja? Dann geht der nicht von seinem, dann geht der ganz oft nicht von seinem Gewahrsein aus, sondern von seinem Gefühl. Das heißt, ganz oft ist es nämlich so, dass die Person schon die Veränderung spürt, die mit dem Kurs kommen wird, die intensiv sein könnte. Und dann sagt sie, dann nimmt sie diese Intensität und verwechselt sie mit einem Gefühl und sagt, es ist schwer, anstatt zu fragen, was ist das? Was ist diese Schwere? Ja, was sagt mir das? Welches Gewahrsein ist das? Kann das sein, dass ich schon die Veränderung vom Kurs spüre? Oh, und spürt sie das da? Oh, das ist dort, wo der Raum aufgeht. Das ist dort, wo, das ist das Gewahrsein dahinter. Das ist dort, wo es wieder leicht wird. Und das ist das Gewahrsein dahinter. Ja, aber viele Leute bleiben dann bei, es fühlt sich schwer an Stecken und bleiben bei dem und verpassen die Möglichkeit. Ja, so alles, was das ist für euch, überall, wo ihr das macht, automatisch, werdet ihr das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, schwarz, golden. Ja. Super Fragen. Ist das auch ein bisschen fast gleichgestellt mit der Angst und mit der Freude? Weil viele Leute sagen ja, ich habe Angst vor etwas. Es ist aber nicht Angst, sondern es ist eine Freude, eine kleine Nervosität. Ich sage das immer, Lampenfieber. Wenn du ja was Neues machst, und es noch nie gemacht hast. Ich bin vor jedem Kurs oder Online-Meeting, bin ich wie, nicht Angst, aber so ein bisschen kribbelig. Das heißt, das ist dann innerlich auch so, gibt eine Spannung. Und die brauche ich, sonst bin ich wie abwesend. Mhm. Also dann bin ich nicht anwesend, sondern, und das ist ja wahrscheinlich ähnlich, weil das im Deutschen haben wir die Worte auch nicht dafür. Ein Gefühl, oder in der Schweiz, ja, das spüre ich nicht gehabt. Das Gefühl, also, hast du nicht gehabt? Ja, hast du Gespür nicht gehabt. Also weißt du, wenn irgendjemand was tut, sag ich, hast du es nicht gespürt. Habt ihr wirklich das Wort Gespüri? Ja. Das ist ja obercool. Das ist wie wienerisch, gell? Ja, das ist ja echt super. Ja, das Gespür für etwas. Haben. Das ist ja das Wort des Tages. Nicht das Gefühl, sondern das Gespür für etwas haben. Ist ja super, das gefällt mir. Ja. Also ich habe manchmal so ein bisschen Wannabe-Schweizerdeutsch. Also ich erfinde manchmal so Worte, die mir einfach gefällt. Ich finde das so ja, toll. Jetzt hast du was Neues. Ja, das habe ich jetzt was Neues. Hast du im Gespür gekauft? Wird der Jürgen rauf und runter hören jetzt die nächste Zeit. Ja, dann geht es ihm nicht mehr aus dem Sinn, oder? Ja, ist doch gut. Das Gespür, wer hat denn das Gespür zum etwas fragen? Also ich muss ja hier in der Gruppe immer mein Hochdeutsch rausnehmen, weil ja, es hat alles da. Aus München, aus Köln, aus der Schweiz. Also okay, es hat sich die Belinda laut geschaltet. Belinda, was hast du denn für eine Frage? Ja, ich wollte nur nochmals nachfragen. Könnte man das auch so beschreiben, gewahr sein, dass das mehr eine Beschreibung ist? Also ja. ohne, also einfach das, was ich eben wahrnehme. Ja. Eine Beschreibung und sobald ich bewerte, habe ich ein Gefühl dahinter. Ja, also und wir können es als Hilfswort Beschreibung nennen. Ist nicht ganz so, es ist ja nicht ganz eine Beschreibung, weil der eine beschreibt, weißt du, Beschreibung ist eher so, man beschreibt eine Sachlage. Und dann hat der eine beschreibt das von seiner Perspektive, der andere beschreibt das von seiner Perspektive. Also da, das ist, ich finde das sehr cool, dass du das jetzt so nennst, weil das ist eher so, wow, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Man kann es von der Seite betrachten, also wenn ich jetzt das Buch, ne, also hier ist ein Buch, ich kann das von der Seite beschreiben, was ich hier sehe, ich kann es von der Seite beschreiben, ich kann es von der Ansicht beschreiben, ne? Also alles ist nur eine interessante Ansicht, nichts von dem ist, das ist nicht echter und realer als das da. Das ist alles nur eine interessante Ansicht. So ist eben auch Gewahrsein, ne? Das ist nicht so Faktum, so ist es. Wir suchen nach der faktuellen Wahrheit, sondern ja, was weißt du, ne?
Und jeder hat so dann seine Perspektive. Ja, ich glaube auch in der, also, in der Familie oder mit den Beschreibungen, wie es die Belinda gesagt hat. Es ist oft so, mein Schwiegersohn ist ja dunkelhäutig. Ja? Und heute muss man immer aufpassen, dass man politisch korrekt ist. Ja, ja, wie sagt man's? Meine Tochter sagt ihm, das wiederholen, doch, ich kann es wiederholen, aber ich mache es nicht, weil wir sind auf Facebook online. Es ist einfach so, dieses... Ah, er ist schwarz, er hat dunkle Augen. Ich habe helle Haut, ich habe grüne Augen, ich habe rote Haare. Das ist eine Beschreibung. Wenn ich aber bewerte, im Bewerten vom Sinne von, ja, alle Schwarzen sind Idioten oder eine Frau, die einen Kopf rückt, ist blöd. Weißt du, so diese, diese Ausschlüsse, die du am Anfang gesagt hast, auch in der Familie, wenn du was ausschließt. Du, wenn die ein Kopftuch tragen will, bitteschön, meine Freundin tragt manchmal auch eins. Und dann sage ich, muss ich heute eins anziehen? Sagt sie, nee, lass es. Ja? Das ist echt wichtig, was du da sagst jetzt, weil das ist nämlich bei Familie ein Riesending. Weil Familie, so wie sie zelebriert wird, oder wird nicht zelebriert, so wie sie gelebt wird in unserer Realität oder in dieser Realität, ist ja ständig ein Ausschluss. Alles, was nicht unserer Familie entspricht, ja, und wie wir es immer schon gemacht haben, hat ausgeschlossen zu werden. Und wenn du da nicht mitmachst, wenn du bei diesem Ausschluss nicht mitmachst, dann, ne, und dann kommen eine Litanie an Bewertungen, ne, du bist kalt, wir sind dir nicht wichtig, du liebst uns nicht. So alles, was das ist, so alles, was ihr da auch ausschließt, weil eure Familie euch, weil eure Familie das erwartet, dass ihr alles Mögliche ausschließt, werdet ihr das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, and so was, welche Definitionen hat deine Familie, also was, dann sagen wir so, was definiert deine Familie als das ist sie, das sind wir, das ist unsere Familie? Und was hast du da ihnen zuliebe alles an Möglichkeiten ausgeschlossen? Wow. Alles, was das ist, mal Gottzillionen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, with the hot cock, all nine shorts, boys and girls. Holy moly. Das ist ja alles Mögliche an Geld, an Freude, an Kreativität, an Möglichkeiten, an Menschen und. Mit dem Nachbar redet man nicht, weil der hat mal, oder sein Urgroßvater hat mal, mein Urgroßvater, was getan, aber die Familie gehört nicht dazu. Ja, ja, also, absolut. Ja, Familie. Also Familie ist, so, ist echt so Ablenkungsimplantate auf Haxen. So alles, was das ist. Right, wrong, good, bad, pot, fuck, all nine shirts, boys and yarns. Holy moly. Holy Kamoli, da habe ich noch eins hinten dran. Holy Kamoli, hat da noch irgendjemand eine Frage? Ich sehe euch gerade nicht alle auf einmal. Okay, ich muss da mal. Okay, machen wir da mal ganze Bildschirme oder so. Gibt auch niemanden mit Frage? Okay. Möchte irgendjemand starten mit Lesen? Dann hätte ich noch eine Frage. Ich wollte mich da nicht so vorschieben. Doch, bitte schieben. Nein, Frank. Danke, gut. Ja, du sagst irgendwo auch, dass man nicht versuchen soll, andere zu ändern. Ne? Ich meine, ist ja auch klar, eigentlich, also nicht zu ändern, wenn sie einem nicht eine Frage stellen. Ne? Hat was? Ach, du bist gut. Ist ja auch richtig, in gewisser Weise, ne? Weil das fängt ja schon damit an, dass ich da ja eine Bewertung haben muss, wenn ich jemanden ändern. Ne? Auf der anderen Seite springt einen das ja manchmal so an. Ne? Wieso stellt der denn jetzt keine Fragen, wenn man so, du hast ja gesagt, ich kann dasselbe Wort benutzen, ohne zu bewerten, so, naja. Ich brauche das Wort nicht auszusprechen. Also du hast ein Gewahrsein, das ist einfach falsch. Ne? Meinst du, dass wer deppert ist? Ja, zum Beispiel. Ja. Sagen wir es, wie es ist, ne? Ja. Und ja. Das ist ein Gewahrsein. Also das meine ich dann ernst. Ja. Otto, ja, wenn du meinst, aber ich würde dir so gern helfen. Also, weil das kann doch nicht sein, dass das jetzt die Wahrheit ist. Ne? Und trotzdem. Ja, was machen, genau, also nicht zurückhalten, niemals zurückhalten, aber Erlaubnis
Und das ist die Königsdisziplin. Das dürfen wir alle jeden Tag mehr üben, die Erlaubnis zu haben für jemand ist deppert dir gegenüber oder mit sich selber vielleicht sogar. Es ist noch schwieriger oft zuzuschauen, wenn man jemanden lieb hat, wie sich jemand selber blöd behandelt. Und dann will man gerne irgendwas helfen oder tun oder machen. Stell aber nicht die Frage, will der das, will sie das? Und da brauchen wir Erlaubnis. Erlaubnis ist aber auch nicht ein Fußabstreifer zu sein. Ne? Erlaubnis ist nicht so, ja, ja, mach du alles mit mir, was du willst, oh, passt schon. Ah, Erlaubnis ist auch zu sagen, hey, das funktioniert jetzt nicht. Und das sieht man ja oft in der Kindererziehung. Da gab es jetzt noch, ich glaube, das gibt es immer noch, aber da gab es ja erst diese extreme Phase, wo man sagt, mein Kind darf alles. Ja, laissez-faire, ne? Mein Kind darf alles. Und dann hat man glaubt, man macht seinem Kind da was Tolles. Ja, die Anti-Autoritären. Ja, davor war die autoritäre Erziehung. Ne? Und also dann die Anti-Autoritäre. Einen Klaps, wenn du nicht das tust, was ich dir sage. Oder du kriegst jetzt den bösen Blick. Und dann war das, wie du sagst, das Anti-Autoritäre. Das, ja, ja, mach, was du willst. Mein Kind muss sich entfalten. Ne? Und da haben sich dann halt viele Eltern aufs Kopf halt kacken lassen. Von ihren, schön ausgedrückt, von ihren Kindern, was absolut nichts mit Ehrenhaftigkeit zu tun hat. Weil wenn du als Eltern jetzt die Kinder einfach machen lässt und das ist für dich nicht okay, ja, was kommunizierst du deinen Kindern? Welche Message gibst du ihnen für die Zukunft? Ja? Und da ist auch Erlaubnis, ist auch zu sagen, hey, das funktioniert nicht für mich. Und viele Eltern haben keine Klarheit, was für sie funktioniert. Die sind immer nur, oh, ich muss schauen, dass es den Kindern gut geht und für die Kinder alles. Aber zu schauen, Moment mal, was brauche ich in unserem Zusammenleben? Was funktioniert für mich? Ist ein wichtiger Aspekt, weil wenn du dich selber inkludierst, haben die Kinder viel mehr von dir. Und du kommunizierst was anderes. Das heißt, wenn irgendwas dumm läuft, in welche Richtung auch immer, Erlaubnis. Ja? Und Erlaubnis ist, nicht einfach alles gefallen zu lassen, also markieren, das funktioniert nicht für mich, aber das Markieren von das funktioniert nicht für mich, das ist eine Übung, das ist nämlich eine Gratwanderung, das nicht auszudrücken von Falschheit, ja, du machst was falsch, das geht jetzt nicht, ist die eine Energie, das andere ist, hey, ich sehe, was du machst und das funktioniert nicht für mich. Ist eine kleine, also energetischer Nuanceunterschied, sind vielleicht die ähnlichen Worte, aber da darf man üben, aus was heraus sage ich das, markiere ich das. Ja, ich glaube, super. Alle, die Kinder haben, die wissen, glaube ich, ganz genau, wie das läuft. Meine wollte, hat ja einen ganzen zoologischen Garten, wollte sie. Ja? Die hat auch alles nach Hause gebracht, bis mir mal eine Ratte aus dem Schrank mich angeguckt hat am Montag, wie ich hier die Kleider im Schrank habe. Ich sagte, weißt du was, jetzt kannst du wählen. Entweder du oder die Ratte. So! Nicht, ja. Und die hat alles nach Hause gebracht. Und ich habe immer gesagt, weißt du, ich liebe Hunde, ich liebe alle Tiere, aber bitte nicht bei mir zu Hause. Ich kann nicht arbeiten und das und dann noch mit dem Hund rausgeht. Nein. Aber heute hat sie selbst 3 Hunde. Und alle Katzen, die in Florida rumlaufen, die irgendwo verloren gegangen sind, die sind auch bei ihr. Gestern am Sonntag ist wieder eine reingekommen, so eine kleine Schwarze, die ist in die Haare geschlafen und überall hin. Also die gehört nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die reingekommen ist. Nur die Konsequenz zu sein. Und ich glaube, von was du hier im Buch, dass du schreibst am Anfang, dass deine Eltern dich immer unterstützt haben. Ich glaube, da ist der große Krux, dass viele Eltern, die ich kenne, am einen inkonsequent sind. Ja. Also die Inkonsequenz, sie drohen ihren Kindern irgendeine Woche Hausarrest an, oder? Und nach einer Stunde sind sie wieder draußen. Und da machst du dich einfach selbst so unglaubwürdig, auch wenn es blöd ist, oder? Meine Cousine hat immer gesagt, warum soll ich meine saublöden Kinder zu Hause behalten, wenn ich sie eh schon umbringen könnte? Also raus mit der Saubagage. Ja? Und meine konntest du damit nicht erziehen oder strafen, wenn sie rausgehen. Nur nicht rausgehen, das war das Schlimmste. Du konntest ihr Fernseher streichen, du konntest ihr Essen streichen, du konntest ihr alles streichen, aber nicht das Rausgehen. Und das konsequent sein und das mit uns konsequent sein, das ist halt schon dann nochmal ein anderes Paar Schuhe, nicht wahr? Ja, aber das ist ganz wichtig, wie kann ich mich noch mehr inkludieren? Und dann auf der Seite 23, wo steht, was könntest du mit deiner Familie anders sein oder tun, das für dich funktionieren würde. Mhm.
Also eigentlich sprechen wir ja schon drüber, ne? Genau. Magischerweise haben wir das irgendwie gespürt, was da hier steht. Julia, noch einmal, was könntest du mit deiner Familie anders sein oder tun, das für dich funktionieren würde? So, anstatt darauf zu warten, dass deine Familie sich für dich interessiert, könntest du dich für sie interessieren? Stell ihnen Fragen über sie. Die meisten Menschen interessieren sich mehr für sich selbst als für andere. Sie denken noch nicht einmal an dich, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, an sich selbst zu denken. Warum solltest du annehmen, es sei mit deiner Familie anders? Fragen zu stellen ist eine großartige Möglichkeit, um dein Leben zu erweitern. Ich habe zum Beispiel meine Großmutter über ihr Leben ausgefragt. Ich habe so viel dabei gelernt. Sie wuchs während des Zweiten Weltkriegs in Österreich auf. Dies war während Hitlers Herrschaft und sie erzählte mir alles darüber, wie es war, in dieser Zeit aufzuwachsen. Ich hatte in der Schule viel darüber gelesen, aber zu hören, was sie über diese Zeit zu sagen hatte, war ganz anders als das, was in den Geschichtsbüchern stand. Sie erzählte mir, dass sie vor Hitler nichts gehabt hatten, kein Geld, kein Essen und keine Hoffnung. Er wusste, was die Leute hören mussten, um Anhänger zu gewinnen. Er erzählte den Menschen, dass er für Essen und Arbeitsplätze und alles, was sie brauchten, sorgen würde. Sie merkten nicht, was noch vor sich ging. Ihre Bedürfnisse nach Überleben erfüllt zu bekommen, machte sie blind dem gegenüber, was dieser Mann wirklich vorhatte. Das ist etwas, was man normalerweise nicht in Geschichtsbüchern liest. Nachdem ich meine Großmutter befragt hatte, beschloss ich, meine Mutter und meinen Vater dazu zu befragen, wie es war, nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuwachsen. Dies brachte eine ganz andere Perspektive hinein. Es gab mir viele Informationen darüber, wie sie ihre Ansichten über das Leben und darüber, wie man in dieser Welt funktioniert, kreierten. Das gab mir viele Informationen über meine Erziehung. Bei diesen Beispielen dafür, Interesse an Familienmitgliedern zu zeigen, geht es nicht darum, irgendeine besondere Geschichte bedeutsam zu machen oder sie als Rechtfertigung dafür zu sehen, wie die Dinge sind. Es geht darum, Informationen hinzuzufügen. Das ist ein großer Unterschied. Die meisten Menschen verwenden das, was gewesen ist, dazu, um zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. So rechtfertigt man Begrenzungen. Es ist eine Bestätigung dessen, was ist. Und man kann nur Begrenzungen bestätigen. Das, was war, zu verwenden, um dein Gewahrsein zu erweitern, ist eine vollkommen andere Perspektive. Das ist der Fall, wenn du die Informationen als Werkzeug benutzt, um dein Leben zu erschaffen. Für mich brachte das Einholen von Informationen über die Perspektive meiner Familie mehr zusätzliche Informationen darüber, wie sie wählen zu funktionieren. Bist du es leid, Vogelstrauß zu spielen? Ist es an der Zeit, deinen Kopf aus dem Sand zu ziehen und zu wissen, was in deinem Leben vor sich geht? Das loszulassen, was dir vertraut ist, bedeutet, jene Strukturen loszulassen, innerhalb derer du funktioniert hast. Die Leute denken, dass die Dinge, die ihnen bekannt sind, die Dinge, die ihnen vertraut sind, das ist, was ihnen Sicherheit garantiert. Das stimmt nicht. Sie halten dich begrenzt. Die einzige Sicherheit, die du hast, ist vollkommenes Gewahrsein. Gewahrsein ist wie das Anschalten des Lichts. Du siehst, was ist. Du siehst, was du wählst. Und du siehst die Dinge, die großartig an dir sind. Und die Dinge, die funktionieren, die Dinge, die nicht großartig sind. Und wenn du dich selbst für nichts bewertest, hast du vollkommene Wahl, alles, was nicht funktioniert und auch das, was funktioniert, in etwas Großartigeres zu verändern. Da war schon viel drinnen. Oh ja. Oh ja. Also da muss ich sagen, das habe ich echt, das funktioniert so toll, Menschen Fragen zu stellen und lieber interessiert an ihnen zu sein, anstatt das Bedürfnis haben zu müssen, interessant zu wirken. Und wie viel man lernt, weil jeder hat so seine eigene Perspektive. Und wenn man zum Beispiel jetzt Kinder fragt, man braucht ja nicht nur ältere Familienmitglieder fragen, aber auch Kinder fragen, hey, wie siehst du diese Situation, wie geht's dir dabei? Man lernt so viel über, wie sie die Welt sehen, und das inspiriert. Ich habe gerade noch im Chat gelesen, die Monik sagte, sie nennt das Fliegen verscheuchen, und die kommen dann immer wieder. Und im Access ist es ja so wahnsinnig, für mich war das total Neues. Das Leben geht wirklich weiter. Es ist kein Fakt. Also ich meine, wenn ich heute nichts mit jemandem reden will, weil ich einfach, ich habe keine Laune, dann rede ich morgen mit ihm.
Und innerhalb der Familie ist es für mich wahnsinnig schwierig. Also ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen. Ja? Und die Familie ist, also meine Blutsverwandten, die engste Familie, die sind heute noch so weit, dass wenn irgendetwas nicht läuft, dann bin ich die Schuldige. Ich wohne aber seit über 50 Jahren nicht mehr da. Und diese Fliegen, wie sie es eben sagt, die kommen immer wieder. Und es ist so wahnsinnig schwierig manchmal, wenn man selbst nicht gut drauf ist, zu sagen, ja gut, okay, es ist halt so. Aber poke and pot. Ja, aber auch so, wenn man mal nicht gut drauf ist und keine Lust hat, mit irgendwem was zu tun zu haben oder zu sprechen oder irgendwas zu verändern, sich auch die Erlaubnis zu geben, nichts zu verändern. Ja, so überall, wo ihr euch stresst, irgendwas verändern zu müssen oder euch glücklich fühlen zu müssen oder gut drauf sein zu müssen, all den Stress, werdet ihr das bitte mal kurz die Ionen zerstören und rieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys, wir haben's. Erlaubnis, von der wir vorher gesprochen haben, ist ja auch die Erlaubnis, sich gegenüber mal was nicht zu verändern. Einfach lassen. Einfach lassen. Einfach, ja, auch Begrenzungen sind inkludiert im Bewusstsein und nicht bewertet. Alles im Leben, auch Begrenzungen, kommen zu dir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und manchmal ist eine Begrenzung gar nicht schlecht, wenn, ja, wenn man nicht weitergehen kann. Aus irgendwas für einen Grund. Genau. Fragen niemand. Ich frage dazwischen immer, ob irgendjemand, möchte irgendjemand noch ein bisschen weiterlesen? Das ist nicht die Susanna. Margit, glaube ich, hat genickt. Die Margit, okay, dann machen wir noch die Margit. Genau. Wenn die Leute Kampfsport betreiben, denken sie nicht darüber nach, wie man sie schützt. Sie nutzen ihr Gewahrsein, um zu navigieren. Sie sind so präsent mit ihren Körpern und so verbunden mit allem und allen um sie herum, dass sie genau wissen, wenn jemand hinter ihnen steht und wann sie eine Bewegung machen müssen, um nicht verletzt zu werden. Du brauchst nicht zu warten, bis du einen schwarzen Gürtel hast, um dein Gewahrsein dazu einzusetzen, für dich zu sorgen. Du kannst es üben. Oder wenn du allergisch auf das Wort Übung bist, dann spiele. Wie? Indem du deinen Körper benutzt. Tue mindestens eine Stunde am Tag etwas, das deinem Körper Freude bereitet. Was genießt dein Körper? Frag ihn einfach. Ein Spaziergang, barfuß im Sand laufen, den Hügel hinunterrollen, nackt im Regen tanzen. Ich habe meinen ersten Nacktanz im Regen in Schweden vollführt. Wunderbar dafür geeignet. Ausgelassen zu toller Musik tanzen, ein Bad nehmen, köstliches Essen genießen, singen, komisch laufen, schau dir zur Inspiration Fawlty Towers an. Was würdest du der Liste hinzufügen? In der Tschechei, im Regen tanzen. Das habe ich nämlich schon gemacht. Und das nur im Badeanzug. Cool. Yay. Und dein Körper lacht, wenn du drüber redest. Ja, es war eine richtig geile Zeit. Ich war 14, ich habe mich so heftig gefreut. Genial. Wenn du machst, was deinem Körper Freude bereitet, beginnst du präsenter zu werden. Wenn du präsenter wirst, erweiterst du dein Gewahrsein und das ist der beste Schutz, den du haben kannst. Referenzpunkte. Wenn du aus dem Gewahrsein funktionierst, ermöglicht dir das, deine Referenzpunkte loszulassen. Referenzpunkte sind alles, was du nutzt, um dich selbst zu definieren. Jeden Morgen beim Aufwachen erinnerst du dich an alles, was du gestern gewesen bist und läufst an diesem Tag im selben Hamsterrad weiter. Was wäre, wenn du dich jeden Tag neu erfinden würdest? Stelle es dir so vor, als würdest du in ein fremdes Land reisen. Du kannst jeden Moment sein, wer du gerne sein möchtest, weil die Leute um dich herum neu sind. Du kennst sie nicht, also kannst du dich jeden Moment neu entschaffen. Was wäre, wenn du nicht bis zu deiner nächsten Reise auf diese Möglichkeit warten musst, sondern sie jetzt sofort kreieren kannst? Alles, all die Menschen, die du kennst, was sie für dich und gegenüber dir und mit dir vor dem jetzigen Moment gewesen sind, all die Projektionen, Erwartungen, Abtrennung, Bewertungen und Ablehnungen, die ihr voneinander habt, zerstörst und umkreierst du das alles jetzt? Right, wrong, good, bad, pot, bock, all nine shorts, boys and beyonds.
Wenn du dieses Clearing Statement jeden Morgen anwendest, zerstörst und umkreierst du all den Ballast, den du mit anderen Leuten hast. Du zerstörst und umkreierst damit nicht den Beitrag, der ihr einander seid. Du startest einfach jeden Tag von Neuem. Die Menschen betreiben den ganzen Tag lang Projektionen, Erwartungen, Bewertungen, Abtrennungen und Ablehnungen mit allem und jedem, auch mit sich selbst. Das ist, was sie gelernt haben. Sie meinen, sie leben und sich durch diese Welt bewegen zu müssen. Nicht viele wissen, dass dies nicht die einzige Wahl ist, die sie haben. Nicht viele möchten wissen, dass sie eine andere Wahl haben. Wie ist es mit dir? Wie anders müsstest du sein, um Erwartungen, Abtrennungen, Bewertungen und Ablehnungen nicht mehr als real anzusehen? Was machst du relevant, dass es nicht ist? Alles das, was das nicht ist, zerstörst und umkreierst du das jetzt? Danke. Right, wrong, good, bad, potbock, online, shots, boys and beyonds. Was wäre, wenn Bewertungen und der ganze Rest nicht relevanter wären als ein Furz im Universum? Ja, er stinkt. Na und? Du bewegst dich vom Geruch weg und gehst weiter. Warum tust du das nicht mit den Bewertungen der Leute, einschließlich deiner eigenen? Ich musste das selbst lernen. Während wir auf dieser Welt aufwachsen, wird uns beigebracht, Bewertungen real und relevant zu machen. Es braucht Übung, darüber hinwegzukommen, aber es lohnt sich so sehr. Die Freiheit, die dir zur Verfügung steht, ist jenseits des Vorstellbaren. Was machst du relevant, dass es nicht ist? Alles das, was ist, zerstörst du und umkreierst du das jetzt? Danke. Right, wrong, good, bad, potbock, online, shorts, boys and beyonds. Wenn du deine Referenzpunkte loslässt, ist dies die größte Freiheit, die du dir selbst erlauben kannst zu haben. Was wäre, wenn du nicht an dem festhalten müsstest, was du als sicher definiert hast? Genießt du Sicherheit wirklich? Ich denke, du hättest dieses Buch nicht in die Hand genommen und so weit gelesen, wenn es dir um Sicherheit ginge. Es erfordert Mut, von der vertrauten Klippe ins Unbekannte zu springen, besonders wenn du noch nicht weißt, ob du Flügel hast. Welche Abenteuer und Feiern des Lebens wären für dich möglich? Ist es an der Zeit, herauszufinden, wer du wirklich bist? Wer bist du heute und welche großartigen und glorreichen Abenteuer erwarten dich morgen? Okay. Hey. So lustig. Ich habe gerade gesehen, das Buch, das ich in der Hand habe, das ist das Exemplar von meinen Eltern. Und dann denke ich mir, wer hat das so lauter Sachen angestrichen? Und dann sehe ich gerade, dass meine Eltern da so lauter Markierer reingemacht haben und haben gedacht, okay, was haben sie da jetzt markiert in dem Kapitel? Und was sie markiert haben war, was wäre, wenn Bewertungen und der ganze Rest nicht relevanter wäre als ein Furz im Universum? Ja, er stinkt, na und? Ist so lustig. Oh, weißt du, das ist so genau das, weil früher, ich kann mich gut erinnern, da habe ich mich genervt, wenn Leute eben gefurzt haben in der Straßenbahn oder wenn jemand stinkt, oder? Heute kann ich locker, ich bin's nicht, wer ist es? Ja? Und dann gucke und dann macht jeder ganz verstohlen diesen da. Es hilft ja nicht, wenn du dich ärgerst. Ja. Und ja, aber das super ist, also ja, aber da macht man ja so, ja, okay, da stinkt's. Aber bei Bewertungen, ne? Bei Bewertungen macht man ein Riesending draus und eigentlich ist es nicht relevanter als, ja, da stinkt's. Wir gehen weiter, wir machen das Fenster auf. Ja, oder gehst weg oder fragst, wer ist es? Ja. Und wem gehört's? Wem gehört's? Mir nicht. Könnte aber sein. Genau. Liebe Leutchen, wer hat eine Frage dazu? Ich bin auf der Ansicht von, auf der Sprecheransicht, da kann ich immer nur die halben Leute sehen. So, okay. Ich glaube, es sind keine Fragen. Nee, sind alle happy, glücklich, zufrieden. Mhm. Ja, das ist doch wunderbar, wenn das so ist. Also du meinst, Susanna, wenn wir das Buch durchhaben, wenn mich meine Familie endlich liebt. Mhm. Ja, das ist aber ja. Aber das ist das Kapitel, also das fünfte Kapitel und also dieses, wenn mich meine Familie endlich liebt, das hat ganz viel mit dem Titel zu tun, nämlich mit Märchenfamilie. So viele Menschen haben die Vorstellung, meine Familie muss märchenhaft sein, nur dann ist sie gut. Oder sie machen die Augen zu und sagen, ich möchte gar nicht wissen, wie meine Familie wirklich ist. Ich will gar nicht wissen, wer meine Mutter, mein Vater wirklich ist, weil ich will diese Fantasievorstellung aufrechterhalten. Und das braucht ganz schön viel Mut,
Menschen zu sehen für das, was sie wirklich sind. Und nicht zu denken, dass wenn ich die Menschen so sehe, wie sie sind, dass ich dann bewerte. Sondern, dass ich einfach, okay, meine Mutter ist so, meine Mutter ist gemein oder mein Vater ist gemein oder je nachdem, wie man das halt, wie die Leute halt so sind. Und dann auch so, ich darf das einfach für mich so anerkennen. Und das hat, das ist nichts Schlechtes oder Negatives oder Furchtbares, sondern das gibt dir Freiheit, die Menschen so sehen, zu sehen, wie sie sind. Weil sonst musst du dich immer blind machen und ein Märchen erfinden, mit wem du es, mit wer diese Menschen sind, dass sie nicht wirklich sind. Und das kostet ganz, ganz schön viel Energie und Kreativität und Gewahrsein. So alles, was das ist, überall, wo ihr das mit eurer Familie macht, überall, wo ihr das mit Kollegen, mit Freunden macht, werdet ihr das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Puh. Ja, genau. Ich glaube, das hat auch viel etwas mit Glorifizierung zu tun. Mhm. Also Glorifizierung, ich meine, ich weiß, wie mein Vater war und ich weiß, wie meine Mutter ist, die lebt immer noch. Und ich weiß, wie meine Geschwister sind. Es ist einfach, wie es ist. Und ich kann ja, wir haben ja immer solche Tendenzen, ich glaube, das kennt jeder von uns. Man lernt jemanden kennen, ist alles super, aber das müsste anders sein. Und dann sage ich immer, weißt du was? Du kannst, das Einzige, was du ändern kannst, ist vielleicht sein Friseur. Ja. Unterhose kannst du auch wechseln. Und sein Outfit. That's about it. Ja. Alles andere kannst du einfach nicht, außer der andere will. Ja. Aber die meisten Menschen, das habe ich hier in dieser Gruppe oft erlebt, sie sind zwar dabei, sie möchten gerne dabei sein, aber sie trauen sich nicht. Aus irgendwelchen komischen, und es ist, wie es ist, du kannst es nicht ändern. Und das ist ja auch, wir sind hier auch schon eine Art der Familie, wir treffen uns schon so lange. Ja, Frank? Gehört auch schon dazu. Ich wollte noch mal auf Kinder dazu sprechen kommen, weil das finde ich da ganz spannend, dann das zu betrachten, weil man hat ja das, was dazu weiß ich nicht, einen Erziehungsauftrag, also ich habe keinen Erziehungsauftrag, ich will das auch wieder zurücknehmen, das Wort. Weil ich, meine Einstellung ist auch, ich kann von meinen Kindern lernen und nicht meine Kinder von mir. Deshalb, also ich versuche schon in die Richtung, aber natürlich ist man da kein Engel und schafft es nicht, weil man hat ja ein Gewahrsein, dass da irgendwas vielleicht verkehrt läuft gerade. Und dann gebe ich Feedback in dem Sinne, ne? Manchmal so oder so. Worauf ich hinaus will, ist, bei Kindern warte ich natürlich nicht auf die Frage, sondern ich gebe Feedback, was da gerade passiert. Ne? Also vielleicht aber auch nicht ganz so neutral, wie Feedback klingt, sondern ich sage halt meine Meinung dazu. Gefragt oder ungefragt, Frank? Deshalb komme ich auf Kinder, weil da wieder ungefragt zum Teil. Ne? Ja, ehrlicherweise ungefragt. Aber ich habe das Gefühl bei meinen Kindern, ich kann die doch nicht laufen lassen. Und weil ich da auch so ein Gefühl habe dafür, dass die für Feedback noch gar nicht offen sind. Also die nehmen noch gar nicht wahr, dass es Feedback in der Welt gibt, ne? Sondern immer nur, ja, die nehmen was anderes wahr als Feedback. Die nehmen die Welt so fest und solide wahr und nicht als... Da müsste ich jetzt dir widersprechen. Dessen, wie die Welt auf dich reagiert, sondern nee. So ist die Welt. Ne? Ich, also weißt du, was ich meine? Aber was möchtest du wissen? Was ist die Frage? Also ich kann die nicht alleine, also in meinen Augen kann ich die nicht bei gewissen Wahrnehmungen, wenn ich gewisse Wahrnehmungen habe, kann ich die nicht alleine laufen lassen. Und übertragen gesagt, muss man das sagen. Meinst du Wahrnehmung oder meinst du Informationen? Ich möchte denen auf jeden Fall Informationen mitgeben, ja. Wie etwas. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, weil Gewahrsein haben sie selber. Mhm. Informationen können sie von dir brauchen. Ja, aber das Gewahrsein ist schon sehr getrübt. Also jetzt bei meinen mit 10 und 14 oder
dann ist auch, es schon. Auch Kinder haben Gewahrsein. Kinder sind unendliche Wesen mit kleinen Körpern. Die haben ein unglaubliches Gewahrsein und oft ein viel klareres Gewahrsein, weil sie weniger im Kopf haben, weniger Ansichten. Das heißt, die haben oft unglaublich tolles Gewahrsein. Nur was sie von Eltern oder Familien brauchen, ist Information, wie gewisse Dinge funktionieren, die ihnen das Leben leichter machen. Ja, also manchmal brauchen sie auch Informationen, hey, weißt du, andere Leute funktionieren anders oder gewisse praktische Situationen, wo du einfach durch deine Erfahrung viel mehr Informationen hast, die sie von dir brauchen. Aber Gewahrsein haben sie selber. Und da kann man, anstatt dass man sein eigenes Gewahrsein teilt, das in die Erziehungsrichtung geht, kann man in die Ermächtigungsrichtung gehen und das Kind fragen, sag mal, wie geht's denn dir dabei? Wie siehst du das? Was weißt du hier? Oder was weiß dein Körper, wenn es um eine körperliche Situation geht? Und damit kann man die Kinder ganz, ganz toll stärken in dem, was sie selber wissen. Und das kann ihnen nie wieder jemand wegnehmen. Das ist eine unglaubliche Stärkung und Ermächtigung den Kindern gegenüber. Und dann aber auch für dich wahrzunehmen, was braucht es in der Situation? Wenn ich ihnen jetzt Information gebe, wohin führt das? Ja, was kreiert das? Wenn ich ihnen Fragen stelle, was kreiert das? Es ist immer, es gibt Platz für alles. Nur man muss immer in der Situation fragen, was braucht es gerade in dem Moment? Brauchen sie gerade Information von mir? Oder brauchen sie meine Fragen? Ja, und dann spürst du einfach und du weißt, was deine Kids brauchen. Und da folg einfach dem, wo es aufgeht, wo es leicht wird. Und da fährst du immer am besten damit. Und ihnen auch die Wahl lassen. Weil ich kenne nur Eltern, die sich streiten wegen den Kleidern mit den Kindern. Das ist ein Peanuts, ja? Meine hat aber im Kindergarten schon, da war sie 5, gesagt, das ziehe ich nicht an. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich streite mich nicht jeden Morgen mit dir. Zieh an, was du willst. Und dann haben danach alle gesagt, ja, wie die rumläuft, sage ich, ja, dann geht sie halt im Pyjama. So what? Und heute? Ja, weil jede Wahl kreiert. Ne? Sie hat sicher gemerkt, okay, jetzt gehe ich mit dem Pyjama in die Schule. Was kreiert diese Wahl? Aha, okay, ein paar bewerten mich, ein paar finden mich toll, ein paar sind inspiriert, die anderen lachen. Was gefällt mir das? Will ich das? Will ich das weiterhin so machen? Ja, vielleicht findet sie es toll und vielleicht nicht. Aber sie findet heraus, was es kreiert. Genau. Gut, heute kann sie sagen, du hast gesagt, ich muss das ansehen. Sagt, na. Du wolltest das selbst. Mama ist schuld. Logisch, einer muss da schuld sein. Ja. Und ich, als Mutter, ich meine, die am meisten Kinder hat, ist die Belinda. Die hat 4 Stück davon. Vielleicht kannst du mal sagen, wie, ich meine, es muss ja irgendwie gehen. Du musst den Kindern in Anführungszeichen einen Rahmen geben. Und der Rahmen ist für mich die Information. Also wenn du rausgehst mit dem Fahrrad jetzt und es regnet, dann wirst du nass. Ist aber genauso wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Foundation-Kurs macht oder irgendeinen anderen Access-Kurs. Es gibt gewisse Dinge, da hat man nicht Information, dann kriegt man Information vom Facilitator und dann gibt es Situationen, wo du Fragen brauchst, um herauszufinden, was du weißt. Ja, oder zum Beispiel, wenn ich mit der pragmatischen Psychologie arbeite, da gibt es mit Lehrern oder mit Eltern oder mit irgendwelchen anderen Therapeuten oder so, da gibt es ganz oft einen Mangel an Information über zum Beispiel, was ist ADHS, was ist Autismus, was ist das. Und dann brauchen die Leute einfach Information und Fragen. Ja? Es ist immer Platz für beides. Man muss nur spüren, was ist jetzt dran? Was braucht es jetzt, damit die Tür aufgeht, damit da mehr Raum kreiert wird? Belinda, du hast dich wieder stumm geschaltet, sorry. Wolltest du was sagen? Ja, ich wollte einfach auch sagen, also mir ging es gleich mit den Kleidern und jetzt, wo sie erwachsen ist, hat sie gesagt, hätte ich nur auf dich gehört. Ach, das ist aber toll, ha? Ja, echt. Dann hätte ich eher so schöne Sachen angehabt, aber sie war halt auch ein oder ist immer noch sehr frei in ihren Gedanken und ja, ist ja toll. Konnte sie aber was für ein Geschenk, dass du sie gelassen hast. Ja, also ich wollte selber mir auch nicht den Schritt
den Stress machen, weil was spielt es denn für eine Rolle? Sie muss ja damit herumlaufen, ja. Und sie merkt, also was mir aufgefallen ist, die Kinder merken dann, wenn sie rausgehen und es regnet und sie gehen nur im T-Shirt, dass sie nass werden. Mhm. Und das nächste Mal kommen sie zurück und fragen, wo ist meine Regenjacke? Super. Und sie haben selber gelernt, dass Regen nass ist. Super. Aber das ist pragmatisch, ne? Das ist, da tu das, was funktioniert. Ja. Du hast es leichter und die Kinder finden selber raus, ah, okay, war doch nicht so toll. Naja, jetzt weiß ich's. Ja. Natürlich auch vielleicht im tiefen Winter, wenn sie etwas nicht anziehen wollten oder lieber in den Sandalen im Schnee raus, dann habe ich halt die Stiefel mit eingepackt und dann konnten sie es mal testen. Und dann haben sie ja schon gemerkt, das ist kalt und nass. Und dann ihnen nachher zu sagen, ja, diesmal habe ich dir die Stiefel eingepackt, vielleicht nimmst du sie die nächste. Das nächste Mal selber. Oder das nächste Mal nimmst du sie selber mit. Ja, genau. Oder das nächste Mal packst du es selber ein. Genau. Und ich glaube, da wären wir beim Punkt bei der pragmatischen Psychologie, weil diesen Kurs, das steht ja bei mir ja schon ganz oben auf der Liste schon lange, weil ich bin ja so pragmatisch. Sage, ja, okay, so. Ja. Frage, die Margit, weiß ich, die hat Fragen dazu. Meine Frage an dich grundsätzlich wäre, hättest du Interesse daran, in Zürich und Umgebung Ende, Anfang des Jahres, nächstes Jahres einen Kurs zu machen, Susanna? Ich liebe eure Anfragen und ich bin immer voll dankbar und ihr könnt mir gerne immer ein E-Mail schreiben oder eine Nachricht. Okay. Und dann schaue ich nach, was passt. Also die pragmatischen Praktikerkurse, wo man, da braucht man Bas und Foundation als Voraussetzung. Ja. Ja. Die sind jetzt meistens international, weil einfach das Interesse nicht nur deutschsprachig ist, sondern international. Und dann ist es immer so, nur auf Deutsch zu machen, ist immer so eine Sache. Aber das ist eine ganz tolle Sache, die international zu machen, immer mit deutscher Übersetzung. Du kannst deine Fragen auch auf Deutsch stellen. Die Leute, die das aus dem deutschsprachigen Raum gewählt haben, haben zuerst immer so, nein, ich will das nur auf Deutsch haben. Und haben sie es gemacht auf einen internationalen, die waren begeistert, weil du kriegst so eine große Perspektive von Menschen aus verschiedenen Ländern, wie die ticken. Du kriegst einen Download, das ist so eine viel größere Welt. Und du lernst Leute kennen und kriegst irrsinnig viel Information, wie verschiedene Menschen ticken. Also du kommst in Kontakt mit so vielen mehr Energien und wir üben ja auch, facilitieren aneinander bei diesen pragmatischen Praktikerkursen. Das heißt, die machst du Präsenz in Englisch? Ja, in Englisch. Und gleichzeitig online oder genau. Okay. Ja, ja, okay. Genau. Online, live, man kann selber wählen, aber man kann sagen, ich möchte ein bisschen Deutsch hören, ich möchte alles auf Deutsch hören, ich möchte dann doch auf Englisch, also man kann zwischendurch auch wechseln, wenn man das lieber machen möchte. Ist dieselbe Truppe, okay. Ist dieselbe Truppe wie die Access-Leute, die das übersetzen? Ja, ja. Ja, eben, genau. Und ich meine, das sind ja, da kann man nur sagen, hey, ja. Ja. Ja, also es ist total easy und die Leute sagen auch immer, ah, ich verstehe doch dein Englisch, das ist ganz, ganz klar. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich bin auch dankbar für eure Anfragen, absolut. Und okay. Apropos, es gibt natürlich jetzt auch den pragmatisch mit Kindern arbeiten Kurs. Da braucht man keine Voraussetzung dafür. Da braucht man keinen Foundation-Kurs. Das ist okay. Ein 5-Wochen-Online-Programm, das beginnt Anfang März und mit Videos, Live-Calls, einfach mehr von dem. Wenn man mit Kindern arbeiten möchte als Eltern oder als Lehrer oder als Coach oder als Facilitator oder wenn man damit beginnen möchte, Kinder und Jugendliche und da einfach die Tools dazu, wie man das machen kann, ja. Oder wie man es in der Schule einfließen. Es gibt auch Leute, die wollen das dann in der Schule als Lehrer verwenden. Ist auf deiner Seite? Mhm, ist auf meiner Seite. Okay, das können wir dann anschauen für alle, die im Schulrat sind und die eben wie die Belinda, die kenne ich aus einem Kurs, hat sie mich engagiert für Elternbildung. Das klingt ja schon super. Aber ja, und die Leute kriegen es auch oft gezahlt. Ne? Also einige Lehrer, die haben das von ihrer Schule gezahlt bekommen oder teilweise gezahlt, diese Ausbildung. Also es ist echt, ja. Ja, und es ist langsam an der Zeit, dass sich eben was tut, was öffnet und nicht dieses, es ist immer so, boah, sage ich ja gut, es hat immer schon geregnet, ein Regenschirm hast du auch immer mitgenommen, oder?
Marc, ja, ist echt pragmatisch, nicht dramatisch, gell? Margit, was wolltest du noch fragen? Du hast noch... Genau, und zwar, Susanna, du hast ja die pragmatische Psychologie mehrere Bücher geschrieben. Das erste Buch hast du auf Deutsch auch übersetzt und das zweite nicht, so wie ich das gesehen habe. Hast also du das vor, mal auf Deutsch zu bringen? Meinst du das Fortgeschrittene, Advanced? Genau. Ah, okay. Also ich habe alle meine Bücher auf Englisch geschrieben, weil es mir leichter fällt, auch das Kinderbuch. Und bis jetzt sind alle auf Deutsch übersetzt, also das Pragmatische Psychologie, das Wer ist Henry, das Märchenfamilie natürlich, das Advanced, das ich mit Gary gemeinsam geschrieben habe, das ist so gut wie da. Ja, also es ist schon fertig übersetzt, aber es muss noch Korrektur gelesen werden und ist am Weg. Also bald. Okay. Ja, weil es tut sich doch ein bisschen leichter, wenn wir das zum Beispiel auch in der Gruppe lesen wollen, auf Deutsch zu lesen und nicht auf Englisch. Ja, absolut. Okay. Dann wissen wir, was wir zu tun haben, wenn es auf dem Markt ist. Genau. Wir haben ja schon die 10 Gebote, oder? Haben wir schon durchgearbeitet. Super. Gute Wahl. Wir haben die Changing the World mit denen durchgearbeitet. Was haben wir noch alles gemacht? Body Whisperer. Ah, der Body Whisperer haben wir durchgearbeitet. Und dann sind wir dann eben auf dich gestoßen. Nein, das war einfach dann ein Vorschlag, weil es sind jetzt eine Familie, die sich traut, auch darüber zu reden. Super. Genau. Toll. Super, dass ihr das macht. Und so ein Commitment habt ihr auch. Ja, wir sind wirklich jede Woche schön brav, treffen wir uns. Und das 20 Uhr, das war ein Fehler von mir bei der ersten Ausschreibung. Ich wollte 20 Uhr 00 schreiben und habe 20 Uhr. Und das ist jetzt so geblieben. Ich habe gemerkt, ist gut. Alle Mütter haben ihre Kids schon im Kühlschrank oder im Bett oder so. Im Kühlschrank. Eingesperrt, da können sie schon. Und alle, die arbeiten, sind bis dann auch zu Hause. Und können mitmachen. Okay, jetzt sind wir schon über eine Stunde dran. Wer hat noch eine Frage, möchte noch was sagen? Sonst würde ich meinen, würden wir... Ja, ich habe noch andere Fragen. Ja, so. Ich ja, kann genau, noch eine Frage, weil dann habe ich ein Meeting, ja? Ja, also, genau. Schon, ja? Und zwar, ich habe Bars und Bodyprozesse habe ich jetzt gelernt. Also 3 Tage Bodyprozess ist zwar nächsten Monat erst und ich möchte es bei mir in der Firma etablieren. Und da gibt es ja auch noch irgendwelche Unterlagen und da wollte ich fragen, wo kann man die am sinnvollsten bekommen, dass es in der Firma auch akzeptiert wird. Weil einfach so ist unsere Firma nicht. Also ich weiß es nicht von irgendwelchen exakten Unterlagen, muss ich sagen. Zum Beispiel in Brasilien ist es ja als Prävention für Burnout etabliert. Aber ich weiß nicht, ob das auf Deutsch übersetzt. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt auf Deutsch übersetzt worden ist. Das ist egal. Wenn es auf Englisch wäre, die Unterlagen, das da muss ich nachdenken. Das weiß ich jetzt so nicht, was wie wo, weil es gibt so viel. Wenn man Bars-Facilitator ist oder so, dann weiß ich, kann man auf Ning schauen. Da gibt es immer alle möglichen Papiere. Vielleicht weiß jemand da was anderes, aber da muss ich nochmal nachdenken. Wo, wie, was. Das wäre super, wenn du uns da Bescheid geben könntest. Die Monika hat gerade, Monika, hast du gerade zugeschaut? Ja, hast ja das gibt es. Gibt extra ein PowerPoint Burnout und ich habe eines angepasst für Kinder. Was ist noch mit mir möglich? Habe das dann geschickt und habe das Korrektur lesen lassen und bewilligen lassen. Also, das gibt's. Cool. Also, wie ich weiß, ist das im Ning. Ja, das habe ich gesehen da drinnen, genau. Das ist das mit den Kindern, gell? Ja, genau. Nein, das Offizielle für Erwachsene ist drin und ich habe meins, weil ich mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun hatte, habe das angepasst auf Jugendliche, habe es bewilligen lassen und habe das jetzt. Super, tolle Arbeit. Hey. Meine Lieben, ich muss leider gehen. Ich habe ein Meeting. Ja. Aber super, dass wir die Zeit hatten und freue mich auf euch. Euch irgendwann irgendwo mal zu sehen, live oder online. Ganz herzlichen Dank, Susanna. Ich werde mich bei dir melden für einen Kurs vor Ort. Ich bin immer offen für Vorschläge. Ja, ist gut, alles klar. Okay. Danke. Tschüss. Danke.
Okay, also sind wir ein Stück weiter. Das macht doch immer schon Spaß, wenn mal die Autoren dabei sind, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Da bekommst du so viel Hintergrundinfos, die hast du ja sonst gar nicht. Ja. Und ich muss noch die Aufnahme stoppen. Genau.